Teure Kunstwerke sind begehrt wie nie. Das zeigen auch die jüngsten Bilder, die aufstellen. Während aber von den verschwundenen Objekten und den Tätern noch jede Spur fehlt, hütet ein Zürcher Sammler ganz viele grosse Kunstwerke bei sich und verkauft die auch. Nur, das sind alles offizielle Fälschungen. Der Marcel Bär hat dem Künstler über die Schulter geschaut. Ein sehr rosa Bild von Claude Monet. Judith mit dem Haupt Holofernes, eines der teuersten Bilder auf der Welt. Die und weitere Bilder stehen im Atelier vom Künstler Joachim Wittke. Doch hängt bei ihm kein Millionenvermögen, denn die Bilder sind alle gefälscht. Der Restaurator hat schon früher mit dem Abzeichnen von grossen Werken angefangen. Das Fälschen von Kunstwerken ist für ihn eine gute Übung. Man kann ja eigentlich nicht direkt nachzeichnen, sondern man muss eine gewisse Spontanität in dem Bild haben, weil man merkt, ob ein Bild steif interpretiert ist oder nicht. Das merkt man, oder? Und das ist natürlich der Balanceakt, der eine Herausforderung ist für mich. Am Joachim Wittke sein bester Kunde ist der Kunstsammler Bruno Schmid. Der Initiant vom International Imaginary Museum kauft bei über 40 Künstlern auf der ganzen Welt Kunstkopien ein und verkauft sie dann weiter. Nach der Kunstraub zu Pfäffiken und Zürich ist die Nachfrage nach Duplikat gestiegen. Aufgrund der aktuellen Anlässe ist natürlich klar, haben wir sehr viele Sammler, die Original besitzen. Und die wollen sich jetzt eben schützen. Und fragen uns an, ob wir Duplikat herstellen in allerhöchster Qualität. Und das machen wir natürlich gerne. Da sind wir auch fähig. Wir haben genügend absolute Top-Spezialisten. Und der Beste sei eben Joachim Wittke. Das Fälschen auf Bestellung ist übrigens ganz legal. Der deutsche Künstler fälscht mit Erlaubnis. Was sind die Voraussetzungen, dass Sie ein Bild dürfen legal fälschen dürfen? Der Künstler muss 70 Jahre tot sein, dann muss es gekennzeichnet sein als Fälschung und das Format darf nicht stimmen. Kennzeichnet und im falschen Format ist darum auch das Bild «Frühstück der Ruder» vom Renoir, wo Joachim Wittke 400 Stunden lang daran gearbeitet hat und für 7'200 Franken zu haben ist. Günstig, denn der Wert vom Original liegt bei über 200 Millionen Dollar.